diesem Stall und haben nichts. Ich hatte dir doch die Liste neben den Computer gelegt. Ja, ich guck mal es gleich an, gell? Kinderwagen aus Holz, Kinderwäsche, Holzspielzeug. Ja, nein, das ist ja Quatsch mit dem Holz. Der Josef ist Zimmermann, da wird er was selbst was zimmern können. Ja, und Wäsche, ja, also so ein paar Windeln, das sollte auch nicht das Problem sein, ne? Das streichen wir alles. Was hat sie noch? Eine Hüpfburg. Nee. Was braucht denn so ein Heiland? Irgendwas Sinnvolles, vielleicht ein Bausparvertrag. Nee, oder dass wir schon was ansparen für den Heiligenschein? Ich guck noch mal im Internet. Was haben wir denn hier? Ach, das ist doch auch schön. Der kleine Alchemist hier, so ein Experimentierbaukasten. Super. Was ist denn da mit drin? Wasser zu Wein. Super, sehr gut hier. Das können wir... aber Lieferzeit. Nee, das haut gar nicht mehr hin vor Weihnachten. Nee, was haben wir denn noch? Hier so ein Ratgeber als Taschenbuch. Wunderheilung für Einsteiger. Oh, das ist super. Das ist vergriffen. Dann vielleicht doch Geldanlage. Ich guck nochmal in die Aktienkurse. Gold, sehr gut. Das machen wir auch hier. Geh mal, ach, dann gebe ich gleich mal ein. Null. Ende. Ach, du Schande. Ach du lieber Gott, das war jetzt vielleicht ein bisschen viel, hä? Jetzt ist das ganze Budget schon verbraucht. Was machen wir jetzt mit den anderen zwei Königen? Da müssen wir irgendwas Günstiges, dass wir vielleicht... Ja gut, dann machen wir so Räucherstäbchen, hier Weihrauch, ne, das haben wir eh da. Und für den dritten vielleicht nochmal irgendwas Überraschendes. Myrrhe. So, ne? Das ist überraschend. Das kennt auch keiner, gell? Ja, machen wir das. Also. Und hast du alles gekriegt? Ja, Gott, ich hab so ein bisschen variiert, ne? Weil das war ja im Grunde Quatsch. Wieso denn Quatsch? Dann zeig ich mal, lass mal gucken. Sag mal, Renate, du hast sie doch nicht mehr alle. Was hast du denn da bestellt? Gold, Weihrauch und Myrrhe. Was will denn einer mit Myrrhe? Och, da wird sich das Kind aber freuen, wenn's da so ein Eimer mit Myrrhe stehen hat. Ja, sicher freut er sich da. Nicht Myrrhe, das ist ganz toll, gerade für ein Kind in dem Alter. Also wenn ich früher eine Myrrhe gehabt hätte, da wäre ich aber... Sag mal, Renate, ich sage es ganz ehrlich. Manchmal weiß ich nicht, wo das mit dir noch hinführen soll. Zur sofortigen Annullierung Ihrer Sünden bitte jetzt diesen Abo-Knopf klicken. Ja, das dauert circa 10 Minuten und ist es durch. Achtung, gilt auch bei Onanieren, gell? In der Zwischenzeit können Sie sich hier noch ein paar Videos anschauen. Also da sind wirklich ein paar Knallerdinger dabei.